Xaver rettet uns aus dem Gewitterchaos, aber nur ein bisschen Berlin. Die gute Nachricht, nach dem Wechselwetter der vergangenen Woche kommt jetzt Sommersatt, einzelne, kurze Schauer im Süden ausgenommen. Die schlechte Nachricht, schon ab Dienstag werden die sonnigen Phasen immer wieder von heftigem Regen und Gewittern unterbrochen. Der Montag beginnt laut deutschem Wetterdienst, DWD, mit bestem Sommerwetter, erst am Nachmittag ziehen vereinzelt Wolken auf. Nur vom Schwarzwald bis zum Alpenrand muss mit Schauern gerechnet werden. Die Temperaturen, zwischen 19 und 24 Grad im Nordwesten, ansonsten herrschen sommerliche Temperaturen zwischen 25 und 30 Grad. In der Nacht zum Dienstag drohen dann Gewitter im äußersten Süden. Sonst bleibt es gering bewölkt und trocken, im Nordwesten ist es teils stärker bewölkt. Auch in östlichen Mittelgebirgen muss mit Schauer und Gewitter gerechnet werden. Im Norden liegen die Höchstwerte zwischen 19 und 25 Grad, in den anderen Landesteilen zwischen 24 und 29 Grad. Auch in den folgenden Tagen drohen laut dem Portal wetter.net Donnerwetter. Die Temperaturen, Mittwoch 20 bis 31 Grad und am Donnerstag 21 bis 33 Grad. Freitag trifft es dann auch den Norden. Die schwüle Gewitterluft schwappt Richtung Küste, nur der Osten bleibt von Unwettern mit Platzregen, Gewittern und Hagel verschont. Im rekordverdächtig warmen Mai hat besonders Frankfurt am Main viel Sonne abbekommen, mit 18,2 Grad Celsius lag die Durchschnittstemperatur in Hessens größter Stadt um bis zu 4,5 Grad über dem langjährigen Durchschnitt. Die gleiche Temperatur wurde vom DWD in Berlin-Tegel gemessen, auch dort 4,3 Grad mehr als üblich. Das ist ein Ergebnis einer ersten detaillierten Auswertung der Mai-Daten der bundesweit rund 2000 Messstationen. Aufgeplatzter Beton auf der A1 in Schleswig-Holstein, während einige Teile Deutschlands tagelang unter Sonne und Hitze litten, wurde der Südwesten von heftigen Unwettern überzogen, hier standen die Autobahnen unter Wasser. Foto: Markus Scholz, Deutsche Presseagentur. Vergleichsweise kühl war es demnach in Karlsfeld, Sachsen, mit 12,5 Grad, Maßstetten, Baden-Württemberg, mit 12,6 Grad und auf dem kahlen Asten, Nordrhein-Westfalen, mit 12,6 Grad. Den meisten Niederschlag stellten die Meteorologen in Bruchweiler, Rheinland-Pfalz, mit 289,8 Litern pro Quadratmeter fest, besonders wenig Regen fiel in Platz-Wittenberg, Sachsen-Anhalt, mit gerade einmal 0,4 Litern pro Quadratmeter. Nach der bereits veröffentlichten vorläufigen DWD-Bilanz war der Mai mit einer bundesweiten Durchschnittstemperatur von 16 Grad ähnlich warm wie der Mai 1889, der bisher als Rekordhalter galt. In Hamburg und Schleswig-Holstein war der vergangene Monat sogar der wärmste seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1881. PS, sind Sie bei Facebook? Werden Sie Fan von Bild.news?